Moin Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Der neue Raid Naxxramas wurde für WoW Classic angekündigt und zwar am 3. Dezember wird er in den östlichen Pestländern seine Pforten für uns öffnen. Und in dem heutigen Video möchte ich zum einen mit euch die News mal anschauen, die hier von dem Community Manager Kvex gepostet worden sind und so ein bisschen meine Meinung zur Thematik einfach sagen. Ich habe bei einigen anderen schon gesehen, oder auch generell bei der Reaktion von der Community, viele haben so reagiert von wegen, eine Woche nachdem Shadowlands kommt, irgendwie nicht so gut gewählt. Da werden wir aber gleich nochmal drauf eingehen, was meine Meinung zu dem Thema ist. Wir gehen hier mal rein in die News, und zwar wird hier geschrieben, dass quasi hier die Testphase mehr oder weniger zum Ende kommt und der Patch quasi am 1. Dezember live gehen wird. Und der Raid-Content, also der Naxxramas Raid und die Scourge Invasion, wird allerdings dann erst am 3. Dezember quasi geöffnet sein. Und damit könnt ihr dann quasi, wenn ihr noch ein paar Bedingungen in der Lightsoap Chapel abschließt, in den östlichen Pestländern, den Raid eben betreten. Ja, jetzt gehen wir mal auf das Thema direkt ein. Und zwar, die Reaktion der Community war auf jeden Fall so ein bisschen verwunderlich, glaube ich. Also viele haben sich erstmal so gewundert, weil man irgendwie großflächig davon ausgegangen war, dass Blizzard es nicht so machen wird, dass Naxxramas kommen wird, kurz nachdem Shadowlands quasi veröffentlicht wurde. Weil man einfach davon ausgeht, okay, viele Classic-Spieler wollen auch mal in Shadowlands reinschauen, vielleicht ein paar Wochen, wollen da irgendwie auch hochleveln und sich einfach die neue Retail-Version mal angucken. Ne? Ist ja auch interessant, was sich da quasi jetzt so in den Jahren getan hat. Und das neue Max-Level ist Level 60, genauso wie in Classic. Also ich vermute auch, so wie viele andere unter euch wahrscheinlich auch, dass es schon den einen oder anderen Classic-Spieler geben wird, der mal in Shadowlands reinschauen möchte. Und deswegen sind halt eben viele zu dem Schluss gekommen, okay, Blizzard wird nie im Leben, kurz nachdem Shadowlands kommt, quasi den nächsten Classic-Raid freischalten. So, jetzt haben sie es doch gemacht. Und bei vielen ist jetzt quasi die Verwirrung groß. Viele fragen sich, was soll das irgendwie? Ist das nicht irgendwie kontraproduktiv für die Community? Und vor allem auch viele Classic-Spieler fragen sich, findet jetzt hier wieder ein Content-Garage statt? Also wird jetzt hier wieder Content-Garage irgendwie? Versucht man wieder, die High-End-Spieler glücklich zu machen, die irgendwie, keine Ahnung, vielleicht schon Full Biss aus Akku sind irgendwie und keinen Bock mehr haben und neuen Content brauchen und. Und meine persönliche Vermutung ist einfach, also ich kann diese Reaktion der Community zum Teil verstehen. Ich hätte auch kein Problem damit gehabt, wenn Nax erst Ende Januar gekommen wäre oder Mitte Januar oder wie auch immer. Es ist sicherlich früher als geplant und es ist auf jeden Fall auch überraschend, dass es dann doch so schnell im Anschluss an Shadowlands kommt. Aber ich vermute einfach mal, das ist jetzt eine Vermutung von mir, dass die Dinge einfach relativ oder viel simpler sind, als wir uns das einfach vorstellen. Ich vermute einfach, dass es hier einfach zum einen darum geht, dass man einfach gemerkt hat, jetzt in Bezug auf WoW Classic, der Hype ist vorbei. Ja, die Spielerzahlen gehen vielleicht zurück oder die Aktivität auf den Servern. Man möchte vielleicht einfach den Classic-Servern jetzt um die Weihnachtsmonate quasi einfach neues Leben einhauchen. Auf der einen Seite, das vermute ich jetzt ein Teilgrund, ich werde da gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, in welchen Bereichen ich das selber auch beobachte. Der andere Grund ist einfach, und der ist, glaube ich, einfach viel augenscheinlicher, ich vermute einfach, dass Blizzard mittlerweile realisiert hat oder einfach vermutet oder vielleicht auch Erfahrungswert hat, keine Ahnung, dass einfach die Retail- und die Classic-Community gar nicht so doll miteinander verwoben sind, wie vielleicht viele denken. Also dass es quasi gar nicht so davon abhängig ist, dass wahrscheinlich einfach die Hardcore-Classic-Spieler werden dann sowieso Nax raiden und die Hardcore-Retail-Spieler werden halt Shadowlands anfangen. Und dass die Leute, die quasi beides machen wollen, im Grunde genommen beides machen können. Weil ich meine, sind wir ehrlich, die meisten haben mittlerweile, keine Ahnung, 5.000, 6.000 Gold auf der Bank irgendwie liegen, drei Magier, mit denen sie sich 3 Milliarden Gold in einer Stunde erfarmen können. Die meisten Raid loggen sowieso nur noch in Classic, das heißt, dann loggt euch halt einmal für Nax ein, ja, einen Tag, so eine Art, weil jeder mit Full World Buffs und hast du nicht gesehen, da durchballert und 500 Gold Consumables. Und dann loggt euch halt nach einem Abend wieder aus und könnt die ganze Woche Shadowlands spielen. Ne? Also, ganz ehrlich, Leute,
da werde ich auch gleich noch ein bisschen drauf eingehen, was mich auch WoW Classic gerade wieder mega nervt, so diese Mentalität, die irgendwie auch letztendlich das Spiel ein bisschen kaputt gemacht hat. Aber ich vermute einfach, die Community regt sich unbegründet auf, man wird beide spielen können, vermute ich, ohne Probleme. Ich weiß jetzt nicht genau, wie zeitintensiv Shadowlands am Anfang sein wird von der Levelphase her. Aber was ich da so gesehen habe, also ich glaube nicht, dass die Levelphase relativ lange dauert auf Retail oder irgendwie relativ anspruchsvoll wird. Aber keine Ahnung, das wird man auf jeden Fall dann sehen. Das ist so ein bisschen meine Meinung zu der ganzen Thematik. Und jetzt noch mal ein bisschen zu den Punkten, die ich eben schon angesprochen habe. Ganz ehrlich, der Classic-Hype ist auf jeden Fall vorbei. Das ist aber auch normal und war erwartbar. Ne? Jeder Hype geht am Anfang so und irgendwann flacht er langsam ab. Ich beobachte dieses Phänomen überall. Also die Gilden bekommen Probleme mit ihren Membern in WoW Classic jetzt auf Twitch. Die Streamer spielen andere Versionen von WoW, gehen zurück zu Retail, spielen andere Spiele. Die komplette Community ist irgendwie gerade in so einem Prozess, wo man irgendwie sagt, ey, irgendwie ist es ausgelutscht ein Stück weit. Und für mich ist es das nicht. Ja, ganz wichtig an der Stelle. Für mich ist das nicht. Ich spiele weiter noch PvP. Ich mache weiter noch. Ich farm einfach Sachen. Mach World PvP, mach BGs und habe da immer noch mega Bock drauf. Für mich gibt es auch einfach keine Alternative momentan. Ich werde auch wahrscheinlich nicht Shadowlands irgendwie anfangen. Es sei denn, ich sehe bei anderen im Stream, wow, okay, geht voll ab. Guck ich mir auch mal an. Aber ich vermute, es wird nicht mein Spiel werden, aus vielen Gründen. Was ich einfach nur sagen möchte. Ich glaube, wir sind in Classic mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo einfach das Spiel deutlich ruhiger wird. Es wird leerer, es wird einfach... Ja, es sind halt einfach nur noch die Spieler da, die halt nur mal Hardcore raiden wollen, die 500 Gold pro Raid ausgeben wollen, habe ich ein bisschen das Gefühl. Und alle anderen wurden eigentlich beiseite gedrängt. Und jetzt kann man sagen, okay, wenn man es hier Nax früher bringt, dann macht man die Leute glücklich, die so schnell durchrushen durch den Content. Aber ganz ehrlich, dann ist es halt einfach so. Ne? Also ich habe von so vielen Leuten schon gehört, die WoW Classic gequittet haben, weil es ihnen zu tryhard war, zu hardcore, zu durchballern durch die Indie. Jeder Wipe, ich meine, ich werde dazu noch ein eigenes Video gleich drehen. Aber ihr blickt euch mal, jeder Wipe wird als absolutes Drama angesehen, wenn man irgendwo wiped, was ja lächerlich wäre. Und diese ganze Mentalität irgendwie, die sich auch so schleichend in das Spiel eingewebt hat und mir selber irgendwie auch immer mehr klar geworden ist, hat halt einfach so viel kaputt gemacht. Und deswegen ist es mir persönlich letztendlich auch schon völlig egal, wann Nax kommt irgendwie. Ob es jetzt im Januar gekommen wäre oder im Dezember irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, die Spieler erschaffen sich irgendwie so ihre eigenen Probleme in WoW Classic und heulen dann über die Resultate. Ja, das ist einfach meine ernüchternde aktuelle Beobachtung. Aber trotzdem muss ich sagen, habe ich persönlich immer noch mega viel Spaß an WoW Classic. Ich werde mich weiter auf meinen PvP-Content konzentrieren. Ich werde weiter versuchen, Turniere zu organisieren. Wir haben jetzt zum Beispiel auch ein Arena-Turnier geplant in einer Woche. Ist noch nicht ganz klar, ob es stattfinden wird, weil wir mittlerweile keine einzige Anmeldung haben. Auch so ein Ding, was ich gemerkt habe, einfach die Aktivität in solchen Bereichen, die Nachfrage nach solchen Bereichen geht in den Keller. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass wir vielleicht in Zukunft uns einfach nur auf Duellturniere konzentrieren. Wir sind einfach deutlich einfacher in der Umsetzung und uns einfach mit der Arena des Burning Crusade gedulden müssen. So, Leute, ich werde jetzt gleich das andere Video auch noch abdrehen, wo ich über die ganzen Dinge noch ein bisschen intensiver rede. Ich hoffe, euch hat das heutige Video trotzdem gefallen. Nax-Drama ist, wie gesagt, 3. Dezember. Schreibt mir gerne eure Gedanken dazu in den Kommentaren. Bis zum nächsten Video, euer Defiler. Ciao.